Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wie wir sehen, oben unser Drescher schon wieder einer voll. Aber wir machen erstmal unseren Ladewagen nochmal voll, dass wir mindestens noch einmal eine Fuhre Stroh hier verkaufen. Obwohl der relativ günstig steht hier. Müssen wir ja bloß einen Hänger drunter fahren. Aber trotzdem wird erstmal der Ladewagen hier voll gemacht. Ja, dann müssen wir gucken, wenn das Feld fertig ist, geht er natürlich rüber hier auf Feld 3, ne? Den oberen Teil. Und dann denke ich mal, kommen wir ganz gut voran hier. So, dass wir hoffentlich, machen ja heute 2 Folgen, morgen 2 Folgen, haben wir nächste Woche eventuell mit Season starten können. Weil die Frage, die es mir stellt, wenn wir natürlich die Nacht schlafen, was passiert mit unserem Förderband? Schafft das Förderband BGA permanent zu versorgen? Aber das glaube ich nämlich nicht, ne? Oh, der andere Drescher ist auch voll. Nochmal gute Nachrichten hier. Eigentlich müssten wir doch in... Achso. Wo ist der Treasure? Der steht bestimmt verkehrt rum, ne? Wenn wir also auf der Bahn nach oben gewesen. Aber so wie es aussieht, doch, er hat noch gedreht. Das sieht auch gut aus. Ist ja gelungener Sport hier heute. So, jetzt brauchen wir den auch bloß einmal drunter stellen. Mal kurz gucken, ob hier auch noch alles läuft. 49.000, okay, also wird nach wie vor voll gemacht. So, 46% haben wir drin. Das heißt, wir kriegen noch 2 Ladungen rein. Aber wir werden das nicht mehr alles reinkriegen, so wie es mir scheint. Denn das, der Rest sieht aus wie eine komplette Leitwerksbreite, ne? So, hier einmal zur Scheune, bitte. Mal, dass wir das Feld noch alles eingesammelt kriegen, denn ich sag mal, ja, der Träger müsste auch mal wieder getankt werden.
Gucken, ob wir noch rechtzeitig kommen, dass wir eventuell hinten den Treasure ein bisschen optimaler einsetzen. Denn ich vermute mal, er wird jetzt nicht die ganze Breite nehmen oder eventuell hier hinten nicht richtig mit der Wende klarkommen, weil jetzt wo so spitz zuläuft, also für einen Treasure so spitz zuläuft. Dann nehmen wir hier einen Helfer raus. Hoffentlich tun wir es dann einsammeln hier draußen, aber eigentlich müsste es ja unser sein, ne? Na, es geht sich gerade so aus. Bisschen korrigieren noch hier. Und da müsste das was werden. So, dann haben wir sozusagen noch 5 Bahnen zu sammeln. Also mit der, die wir jetzt machen, sind 6, ist klar. Bloß schlüssig bin ich mir noch nicht, was ich nur mit den anderen Feldern mache, wo jetzt noch Hafer und Weizen drauf ist, ob wir da auf der Stroh noch abfahren oder nicht. Ich meine, es könnte für längere Zeit, ich sag mal im Frühling, werden wir nichts verdienen mehr mit diesen Spielen. Interessanter wäre ja noch zu wissen, ob der Stroh liegen bleibt. Aber ich denke mal, eine Chance hätten wir, wenn wir es zu Ballen pressen. Bloß, wir können ja nicht alles pressen. Wir können ja nur 200 Ballen machen, glaube ich. Mehr kann ich ja sowieso nicht pressen. Und da steht doch hier relativ günstig. Wenn es hier ist, theoretisch nach dem Laden ist unser Hänger voll, ne? Ja, der andere volle Treasure ist natürlich da mit dem Raps, ne? Da könnte sogar auch wieder richtig rumstehen.
So, noch zwei Strohladungen, dann haben wir auch die 300.000 geknackt. Wir werden erstmal einen LKW müssen, um den anderen Drescher zu bunkern. Oh, hier lässt du so eine Mini-Reihe stehen, ja, toll. Ja, er steht leider nicht richtig rum. So, 9300 sind drin, das kriege ich natürlich nicht mehr in den Tacker rein. Dann müssen wir erst ausladen fahren und müssen dann hier den Rest noch holen. Mal gucken, ob ihr den Quadratmeter auch noch macht. Nicht zu weit nach links, dass man sonst das Stroh, was da hinten rausfällt, die paar Fetzel, also der Helfer fährt, sodass man das ja gleich mit einsammeln können dann. So, der ist abgebunkert. Nee, eigentlich müssen wir erst den anderen versorgen. Bei 9000 kriegen wir hier nicht mehr rein. Ja, ist egal, können wir auch gleich wegfahren. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Beim letzten Mal haben wir es ja eingelagert, ob wir nur die Gerste verkaufen oder ob wir sie nicht verkaufen. Eine 782 bleibt noch, das hat sich nicht getan. Wir fahren hier die Ladung nochmal im Verkauf. Gut, dann können wir auch den Hänger voll machen. So unentschlossen heute hier. So, die 782 kriegt man ja an der hellen platzierbaren Verkaufsstation, die wir gesetzt haben.
Dann müssen wir natürlich noch den letzten Schluck aus dem Drescher holen. Beziehungsweise stellen wir den einfach erstmal drunter und dann können wir schon mal mit dem Drescher oben das Vorgewände fahren. Und ein Stück den dann auf die lange Bahn schicken. Können wir natürlich auch gleich, den können wir gleich hier stehen lassen, denn wir wollen ja da drüben anfangen. Erstmal noch einen Controller austauschen. Aber das werden wir auch gleich machen können. Denn ich würde sagen, mit dem Vorgewende starten wir dann heute in der zweiten Folge. Und mit neuen Controller natürlich. Da sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis heute Nachmittag. Bis dahin und tschüss.